Hallo zusammen, willkommen zurück hier bei Stellaris zur zweiten Folge des Tages. Wir sind hier am Bauen der Wurmlochstation. Genau, das war's. Das läuft. Und wir könnten wirklich in Erwägung ziehen. Construction complete. Eventuell hier einen Außenposten zu gründen. Oder aber, obwohl hier haben wir auch Garantium-Erz, wir brauchen nicht unbedingt hier hin. Wir müssten mal sehen, was in diesen beiden Systemen noch los ist. Vielleicht könnte es sich doch lohnen. Wundert mich, dass die nicht aufgeklärt haben. Obwohl, die haben es vielleicht mittlerweile. Wie sind wir eigentlich mit dem Vasegi? Oh, plus 6. Sie sind empfänglich. Ist an engeren Beziehungen mit uns interessiert. Nein, wir aber nicht mit denen. Die sind uns herzlich. Ist bereit für Handel und friedliche Koexistenz mit uns. Was? Fraktionsgründer? Hab hier irgendwas von... Aha. Föderation gegründet. Rima Bostinak. In Föderation einladen. Erfordert die Föderationsdiplomatie-Tradition. Die haben wir noch nicht. Schade. Defensivabkommen wollen sie immer noch nicht. Handeln können wir nicht mit ihnen. Wir haben nichts. Ja, das Forschungsabkommen haben sie schon. Schlorf, Schlorf. Oh, die handeln auch Forschungsabkommen. Vielleicht sollten wir mit den Vasegi vielleicht auch ein Forschungsabkommen abschließen. Mal gucken, ob sie das überhaupt wollen. So. 21 Vertrauen. Herrschereigenschaften charismatisch, zu Hause im Himmel. Handelsabkommen anbieten. Ein Forschungsabkommen möchten sie. Doch, aber das schließen wir nur über 10 Jahre ab. Bestätigen. Jawohl. Sie haben angenommen. Inaktive Gebäude und negative Bilanz. Ja, ist klar. So, am 1.7. Das ist jetzt. So, Glosch wurde zum Kanzler von Schlorfrepublik gewählt. Das ist aber schlecht. Das ist einer unserer Forscher gewesen. Wahrscheinlich von der ISS Ilisch. Sehen wir gleich. Das Nichterfüllen der Wahlversprechen hat der Herrschaft unseres Kanzlers ein Ende gesetzt. Tja. Laufender Forschung fehlt Wissenschaftler. Nee, das war einer hier. Wir hätten ja, glaube ich, zwei gelöscht. Wir haben einen verfügbaren, den Barnock. Erkundungsgeschwindigkeit plus 25. Dann ist der doch besser aufgehoben an Bord eines unserer Forschungsschiffe. Der hat Entdeckungschancen, Anomalien. Ha, das ist das Schiff. Barglosch. Ungern. Das ist unser fähigster Mann. Und er hat Fachwissen Weltraumkunde. Der scannt gerade Saya. Den werden wir ersetzen durch Barnock. Das dürfte ja unser ehemaliger Kanzler sogar gewesen sein. Wie alt ist der? 53? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oder ob wir noch einen über hatten. Und in die Forschung setzen wir dann natürlich Glosch. 62 hat er genug draußen gemacht. Noch 16 Monate. Gut. Dann sind wir hier auf dem Laufenden. Und dann gucken wir uns unseren neuen Herrscher an.
Kanzler Glosch. Befreier des Volkes, plus 10% Zufriedenheit, ist sehr mächtig. Und Expansionist, Baukosten, Außenposten, minus 15%, Kolonieeinflusskosten, minus 15%. Ja. Was hat er als Ziel? Auch Orbitalforscher. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Jetzt sind wir in der Physikforschung am schlechtesten. Deswegen sollten wir wirklich darüber nachdenken, Construction complete. Hier hinzugehen. Würde Sinn machen. So, Wurmlochstation abgeschlossen. Und drei Forschungsschiffe stehen in den Startlöchern. Beziehungsweise, sind jetzt alle in Keul? Hier oben hatten sie doch noch gar nicht. Ah, nee. Der scannt hier noch. Alles gut. Zwei Forschungsschiffe stehen in den Startlöchern. Das erste schicken wir hier hin. Und das zweite, oh, ist das hell hier. Schicken wir hier hin. Das Konstruktionsschiff überlege ich wirklich hier in... Außenposten zu gründen. Macht das Sinn? Oder haben wir was Besseres? Es würde echt Sinn machen, wenn wir den hier auch noch reinkriegen würden. Ist das eins? Jo. Lass mal schauen, ob wir uns das leisten können. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen Geld. Doch, geht. 170. Machen wir. Gründe da einen Außenposten. Gründe dort einen Außenposten. Sollte wirklich mal über ein zweites Konstruktionsschiff nachdenken. Weil er ist ja ewig und drei Tage unterwegs. Und, oh, hier oben ist noch was reingerutscht. Das auch noch. Der nicht. Und hier könnten wir ja jetzt auch die... Nee, können wir ja gar nicht hier. War schon verwirrt, hier haben wir ja keinen Außenposten gegründet. Wir sollten das auch ein bisschen zusammenhalten. Müssten wir irgendwas erforschen, was unsere Reichweite hier erhöht. Sieht es denn allgemein aus? Ja, 8 Monate. Die Physik ist als nächstes fertig. Wir könnten gucken, ob wir noch irgendwelche Erlasse machen können. Wir haben so viel Einfluss. Wir haben nur ein 1000er Lager dafür. Wie auch immer das aussehen könnte. Oberfläche. Nein. Erlassliste. Infrastrukturprojekte ist noch aktiv. Sehen wir leider hier nicht, wie lange das noch läuft. Könnten sie mal reinpatchen. Propagandaübertragung, Zufriedenheit noch, Migrationsattraktivität, bodenständige Verwaltung, Feldproduktion, Credits plus 20%. Naja, so viel machen wir hier nicht. Asterion. Ich glaube, wir investieren überall erstmal in Infrastrukturprojekte, weil dort bauen wir dann doch ein bisschen mehr. Momentan. Den Gouverneur haben die auch alle. Gut. Dann können wir jetzt anfangen, hier mal diesen Slum abzureißen. Und da wir gerade so viel Geld haben, bauen wir hier noch einen Roboter. Und... halt. Ein Bergbaunetzwerk. Gut. Das war dann auch genug mit Geld ausgeben. Forschungsschiffe sind dabei. Wir sollten uns auch gleich mal wieder um die Energieprobleme kümmern.
Vielleicht er hier noch im Seier-Sektor drei Befehle noch. Dann ist er dort fertig. System Survey complete. Das Drahtsystem. Hat es jetzt nicht sonderlich gebracht. Dann fliegst du jetzt Chirac. Anomaly found. So. Im Zuge der Kartografierung der Oberfläche dieses Planeten wurde eine merkwürdige Bergformation in der südlichen Hemisphäre identifiziert, die sich anscheinend nicht auf natürlichen Wege gebildet hat. Erforscht das. Tile block erklärt. Auf der Erde, auf dem Planeten. System Survey complete. Schlorf, haben wir den Blocker geklärt. Dann gehen wir jetzt diesen hier entfernen. Oh, ich muss schon 60. Das System ist vollständig erkundet. Hier unten haben wir jetzt nichts mehr. Deswegen fliegen wir jetzt in dieses System. Hier ist ein gelber. Sabik 2A, 60%. Aber können wir ja eh noch nicht. Da müssen wir noch 8 Monate warten für ein neues System. Da können wir auch eigentlich... Ah, der ist nur 50%. Wollen wir auf eine Wüstenwelt siedeln? Können Sie uns hier mal anschauen. Asterion 4. Oh ja. Wohnbarkeit minus 10%, das ist auch schon schlecht. Dafür lohnt sich das hier absolut nicht. Es geht gar nicht. Da ist ja Tedwin noch Garten Eden gegen. Die Schiffe wollten wir auch noch ausbauen. Modernisieren. So, 85 investieren wir. Und machen sie mal ein bisschen stärker. Ships upgraded. So, ein gigantisches Skelett. Bei der vermeintlichen Bergregion der südlichen Hemisphäre von Saya 6 handelt es sich in Wirklichkeit um die gewaltigen skelettierten Überreste einer einzelnen kolossalen Alien-Lebensform. Die Knochen sind 3 bis 4 Milliarden Jahre alt. Unsere Wissenschaftler haben jedoch ausgeschlossen, dass auf Saya 6 zu irgendeinem Punkt in der Geschichte des Planeten Leben in dieser Größenordnung möglich gewesen ist. Wissenschaftsoffizier Barnock hat ein spezielles Forschungsprojekt vorbereitet, um diesem Mysterium weiter auf den Grund zu gehen. Situation Log updated. Das können wir gleich in Auftrag geben. Du bist doch noch vor Ort. Wahrscheinlich, weil er gleich weitergeflogen ist. Ja. 3 und das ist, ja, ist 3. Erforsch erst das Projekt. So, die Schiffe sind aufgewertet. Bringt jetzt nicht so viel an der Stärke. Wir brauchen mehr Schiffe. Und vor allem brauchen wir endlich mal Verbesserungen für die Schiffe. So, Flotte war das. Research complete. So, Forschungsgeschwindigkeit plus 5% erforscht. Jetzt haben wir die Gravitationssensoren, synchronisierte Verteidigung. Da ist er. Den müssen wir jetzt unbedingt nehmen. Fusionsreaktor. Sind auch nur 482 Punkte. Und ganz wichtig, doch trotzdem 22 Monate. Kehr. Brauchen mehr Physikforschung. Wir haben aber doch, das ist schon ausgebaut, hier könnten wir noch, das ist in 73 Tagen geräumt, haben aber keinen Platz, keine Kolonisten. Hier können wir Ingenieursforschung betreiben, hier unten. Physiklabor. Geben wir gleich in Auftrag. Und hier entsteht der neue Bewohner. Geld haben wir auch noch. Aber ich glaube, wir gehen
Wir haben noch ein leichtes Plus. Wir brauchen Geld. Hier bauen wir ein einfaches Kraftwerk. Wir brauchen Geld, wir brauchen Energie. Credits. Energie-Credits. Primitive. Das Konstruktionsschiff baut schon. Oh, das kostet ja gleich auch Energie wieder. Wie weit sind wir für Tradition? 14 Monate noch. Okay, es wird heute nichts mehr in der Folge. Tile Block erklärt. So, da hat er leer geräumt, aber da baue ich jetzt kein Labor, weil das kostet uns dann auch wieder Energie. Das lassen wir erstmal. Hier baut er noch, deswegen brauchen wir das auch noch nicht ausbauen. Hier haben wir Energie. Das wir auch gleich ausbauen. Haben wir viel vielleicht auch noch? Nein. Hier müssen wir ja erstmal... Construction complete. Hier müssen wir ja erstmal die Unterkunft abbauen. Aufbauen. So, wir haben die skelettierten Überreste, die auf Saiya 6 gefunden wurden, eingehend studiert. Wissenschaftsoffizier Barnock hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die Kreatur als eine Art organisches Raumschiff fungiert hat. In dem großen Skelett wurden deutlich kleinere Knochen von mindestens 3 verschiedenen Spezies gefunden. Wir nehmen an, dass sie von Besatzungsmitgliedern stammen. Dieses organische Raumschiff hat aus unbekannten Gründen katastrophale Schäden erlitten und ist auf Saiya 6 abgestürzt. Wir haben zwar keine Hoffnung, die zum Aufziehen eines solchen Raumschiffs notwendigen Biotechnologie zu verstehen, doch allein das Studium dieser Knochen hat unsere Wissen deutlich vorangebracht. Oh, Saiya 6 plus 3 plus 3. Wow, wie gut, dass wir da bauen. Das müsste eigentlich mit reinrutschen. Und vor allem, er ist ja hier noch nicht fertig mit Erforschen. Die 2 gibt es noch. 3. Schön, schön. Dann entdeck noch mal fleißig was. Und gleich sind wir dort fertig. So, Kernsektorsysteme plus 1, wir sind bei 4. Schön. Und da haben wir galaktische Ambition. Grenzreichweite plus 20%. Wie lange dauert das? 35 Monate. Ich meine, wenn wir das machen würden... Ah, guck, jetzt ist es hier reingerutscht. Mir gar nicht aufgefallen. Da haben wir auch wieder fette Sozialforschung und reichlich Energie. Da rutscht der dann wahrscheinlich rein. Hier haben wir nichts weiter. Für den wird es leider nicht reichen. Hier rutscht der rein, den wir noch nicht analysiert haben. Dieser kommt hier auch noch in unseren Herrschaftsbereich rein. Und da hinten, ja, das machen wir auf alle Fälle. Planetare Hauptstadt ist noch nicht so wichtig und Gebirgszüge haben wir, glaube ich, gar nicht bei uns. Doch, da ein... Nee, das lohnt nicht. Da machen wir jetzt erstmal... Grenzreichweite plus 20%. Wenn wir dann noch zusehen, das war hier, jawohl, ein Planet. Eine Forschungsstation errichten. Bringt uns das so ganz weit nach vorne. Das machen wir gleich als nächstes. Beziehungsweise nein, erst machen wir hier die Physikstation. Wie lange noch? Steht nicht da, aber ist gleich fertig. Complete. So, oh, guck mal, Leute. Hier hat einer sogar schon mal eine Station gebaut gehabt. Aber wer? Die wird uns gleich angerechnet. Müssen wir gleich mal schauen. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Wo ist die Station da? Ach nee, das kommt dadurch, dass wir hier die Station gebaut haben.
Wenn dann automatisch hier was ist, wird das automatisch abgebaut. Wir haben minus 2. Ich glaube, ja, wir machen trotzdem erst die Forschungsstation und dann holen wir uns dort die Energie, damit wir da wieder gerade sind. Geld haben wir für beides. Bau dort eine Forschungsstation und das bringt uns plus 6 Physik. Okay, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und würde sagen, bis morgen. Macht's gut und ciao, ciao.